father was killed. Killed by Gizmo. I was to be his next victim. I could not stop myself. In a rage, I struck out against Gizmo and left his right arm on the floor. What was that strange power that coursed through me? Now I must flee. I am a traitor. So, hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Drakengard 2 mit mir, Levitan 2. So, das Sortiment des Waffenhändlers im Dorf des Steins wurde erweitert. Das ist doch gut für uns, da wir ja letztes Mal dem Waffenhändler geholfen haben. Und da gehen wir gleich mal nachschauen, ob es vielleicht nicht noch etwas, eine gute Waffe zu einem kleinen Preis gibt. Sünde und Sühne. Der heilige Kristall und das... Ja genau, und jetzt auch noch die Ringe. Ich bin schon mal dafür, dass wir die beiden Waffen nehmen, ja. Auch heiliger Kristallstab nehmen wir. Und Defensivohrring oder... ja, der Defensivohrring. Da haben wir gleich ein bisschen bessere Karten. So, beenden, Geschäft verlassen, ja. Dann können wir ausrüsten. Accessoires mitnehmen, damit wir die nicht vergessen. Können wir jetzt den... Okay, genau. Jetzt haben wir nochmal 9% weniger physischen Schaden. Waffen können wir auch noch mitnehmen. Ja, mehr Angriffskraft, viel weniger Durchschlagskraft. Sünde und Sühne. Und ja, kein passender Gefährte für den heiligen Kristallstab, aber das kommt noch. Gut. Dann... können wir das Dorf verlassen und schauen doch mal. Ja, schauen mal, wie wir speichern. Ja. Ja, wir überschreiben. Und gehen jetzt hier ins zu den schlurzenden Quellen. Die müssen auch schön traurig sein. Wahrscheinlich kommt zuerst eine Flugmission. Der Schlüssel des lebendigen Feuers ist zerstört. Es verbleiben noch 4 weitere Schlüssel. Mission beginnen. Das hat mir jetzt gerade eine Gänsehaut in den Rücken runtergejagt. Das war creepy. Naja, das ist auch etwas, an was man sich bei diesem Spiel noch ein bisschen gewöhnen darf. We've come a long way. A really long way. What's this, my boy? Are you afraid of coming out into the big wide world? You should not fear the unknown, you should embrace it. Legna, does nothing frighten you? Legna, what's happened to you? Ah, you noticed. My body changes as the environment changes. When the situation becomes grave, I evolve. It is the blood memory of the dragons. As long as that memory lives within us, we can stand firm in times of adversity. Adversity, yes. Times don't get much more adverse than now. Why the long face, my boy? I told you before, regret is for fools. Legna, I'm not as strong as you. I'll never be able to return to the Knights of the Seal now. In just a few seconds, I've gone from knight to exiled traitor. Will you stop sitting on my back and whining? You'll pull through. I know you will. I'm tired. Let's find a place where we can rest a while. I see some flies gathering in the sky. I shall deal with them. Gut.
Dieses Geschmeiß ist zwar kein Wörter, sondern Legner zu spüren bekommen. Gut, ja, Legner hat sich verwandelt, das wurde ja im letzten Partag schon gesagt. Und wir zeigen jetzt, wie sehr er sich verwandelt hat. Ja, endlich haben wir den Feuer-Odem. Dazu müssen wir jetzt erstmal noch schauen. Anvisiert haben möchte ich die Dinger natürlich. Und... Boom. Genau, das ist nämlich einfach so ein Explosions-Odem. Eine Kugel! Und die macht Boom. Siegelritter. Das könnte lustig werden. Die Ritter des Siegelordens haben dir einen Hinterhalt über den Wolken des Dorfs des Sandes gestellt. Schmeiß ihre Luft... Schieß ihre Luftschiffe vom Himmel und erreiche dein Ziel. Okay! Boom! So, genau. Jetzt haben wir nämlich hier wirklich mehr Power. Wow! Legner ist so stark wie nie. Und... mit dem Odem. Auch die Siegelritter keine Bedrohung mehr. Ah. Vielleicht doch ein bisschen aufpassen. So. Wir haben noch nicht viele von ihnen besiegt, wie wir da im Zähler sehen, aber wir haben viele verwundet. Das ist schon mal einiges wert. Jetzt aber. Ach komm schon. So. Legners Stufe ist auch erst 6, habe ich mir gerade aufgefallen. Ein neuer Odem. Das ist ein neuer. Ich meine einfach ein Odem. Will ich! Mir gefällt Legner. Er ist so rational. Wie soll er sich vor dem Unbekannten fürchten? Eine gute Frage. Das Unbekannte sollte eigentlich auch im Menschen eher die Neugier wecken. Und kann man sich einen Mensch nennen, wenn man keine Neugier besitzt? Und da kommen die Flieger. Ja, der Odem könnte uns gut gegen die Flieger helfen. Boom! So, genau. Wow. Letztes Mal hatten wir nur einen. Aber letztes Mal waren wir auch noch schwach. Na, wenigstens macht sie kein Kamikaze. Wow. Wow. Eine runter. Fehlen noch zwei. Oh. So. Der letzte. Retreat! We'll remember this, traitor. I slay night after night and they still come. I'll never be able to escape to the town like this. Perhaps there's somewhere we can lay low for a while. What about our homeland? It's a long way from the night. Our homeland? Yes, of course. Let's go. Let's go to our valley. We know it's terrain. Hurry! Gut, da haben wir das Ziel. Ab in die vergessenen Ruinen. Hier müssen wir wieder nur von A nach B. Ja, aber Gargoyles töten kann auch nicht schaden. Gibt noch ein paar Erfahrungspunkte und... Naja, Legner ist jetzt zwar schon wieder um einige Stärke geworden, aber ich sag nicht, dass es nicht gebrochen hat. Ach, das sind so komische Schüsse, die sie abfeuern. Greif. Greife, greifen an. Auch als Greif würde ich mich nicht dran wagen, einen Drachen anzugreifen. Aber hey, andere Länder, andere Sitten. Elende Schüsse. Das sind die Greifen. Das ist was mit dem Gargoyle. Hier haben wir die Greifen.
sollten schon wieder ein paar gewesen sein. Diese drei haben wir noch. Kommt. Das wollte ich nicht. Das tut weh. Bisschen weg, Abstand gewinnen. Zurück. Feuersturm. In the end, it seems to be the only place I can call home. Mission beendet. There's no way they can have followed us here. Yes, and even if they do track us down, it won't do them much good. This is our territory. So, da hat Legner ja mal schön aufgeräumt. Zum Glück habe ich keine Items verwendet. Ja, ich würde sagen, wir haben da noch Zeit für eins. Ja. Machen wir noch das nächste Level. Müssen wir... Eigentlich, ich denke, wir haben alles ausgerüstet. Ich habe mich ja bereit gemacht. Ja, habe ich. Gut. Dann können wir auch noch die Schwerter zeigen. Das ist ganz genial. Nicht die langen Schwerter, sondern die richtigen Schwerter. Schwerter halt. It's been a long time. I remember playing here when I was young. When you were young. When you were a small boy. These valleys were your entire universe. Back then, Legner, you were all I had. If you hadn't been there to raise me, I would never have survived. These valleys are my home. Anything in them are my responsibility. Even abandoned human children. I owe you my life. Back then, I thought that when I grew up, I would grow into a dragon too. I had no idea what humans were. If the Knights of the Seal hadn't come to these valleys, who knows? You might very well be a dragon right now. Maybe, Legner. Maybe. I haven't seen you smile in a long time. You know, I thought you'd forgotten how to laugh. I guess it's the only place for us. Let's go. Erreiche die Vergessene. So, gut. Feels so familiar, so right somehow. Ja, das können wir hier schön gemütlich. Nein. Habe ich hier nicht eine Karte von? Doch! Natürlich ist er die Heimat. Ich sehe Gegner, ich töte Gegner. Gegner sind meine Feinde. Gargoyles. Geld. Brauche ich. Wenn wir dann ins Dorf des Sandes kommen, gibt es wieder neue Waffen. Da kann ich alle gehen. Aber ich könnte gleich auch mal zeigen. Nehmen wir den Jagdknecht. So. Einhändige Schwerter. Und die haben dann. Sind ein bisschen schneller, haben eine kürzere Reichweite. Sind grundsätzlich ein bisschen schwächer. Aber halt machen das dann wieder mit der Combo wieder weg. I thought there was a road here. How strange. I don't remember meeting my father. I mean, Oral. Our life together was not so bad. Ach, sogar die Videospielcharaktere fühlen Nostalgie, genau wie ich, wenn ich das Spiel spiele. Das ist herrlich. So. Kristalle. This might be a trap. So. Ihr könnt doch Gegner nicht aufhalten, auch wenn ihr es wolltet. So, dann kann ich euch gleich mal zeigen, wie Legners... so, wie die anderen aussehen, die anderen... also den neuen Angriff von Legner.
So. Level blutige Lefzen, gnadenlose Pranken, infernalischer Feuersturm. Na, hat doch was. Ja. Legner ist immer so die Notlösung eigentlich für mich. Es macht immer Spaß, mit Legner zu spielen, aber ist so ein Überkill, dass wenn man ihn zu viel verwendet, dann kriegen die anderen Charaktere kein Level und dann hat man Probleme, wenn man dann auf Level stößt, wo man ihn nicht mehr einsetzen kann. Aber das hier, das ist so seine Welt, da lasse ich ihn noch machen. So, das wären dann, glaube ich, alle Monster gewesen. Hier haben wir gleich einen Kristall. Hab ich vorhin schön gesehen. Und der hier leuchtet schon. Ja, der hier leuchtet schon. Da müsste sonst doch irgendwo einer sein. Dort. Was war das, eine Rockwall? Crumbling? Nee, komm ich hier nicht drüber. Nee, ich komme hier nicht drüber. So hoch kann Legner dann doch nicht fliegen. Obwohl eigentlich schon, aber in diesen Schluchten, wo er nicht mal seine Flügel ausspreizen kann, eigentlich fühlt er sich wohl wohler. Ah, here's the road. So. Doesn't look natural. Und hier. Here's another rock wall. Und alle Gegner töten. Jetzt mache ich die hier, die große Gruppe mache ich hier noch mit Legner und die kleine dann mit Noble. Die an der Seite leben. Nur noch hier, ouch. Jetzt muss ich die Magie nicht ausschalten. Gut, dann. Oh. Blutige Lefzen. Ich glaube, das ist etwas, das vor allem gegen einzelne Gegner gut funktioniert. Ja, genau, das ist einfach ein Angriff gegen einzelne Gegner. Macht dann zum Beispiel Sinn bei Ogon, bei dem man ja sonst nicht so viel Schaden anrichtet mit Legner. Da macht dann blutige Lefzen wirklich Sinn, weil man einem Gegner immensen Schaden zufügt. So, jetzt müssen wir hier nach hinten. Sonst für Gegnergruppen würde ich infernalischer Feuersturm empfehlen. So, kommt nur. Machen doch schönen Schaden. Was braucht man am wenigsten? Skaldenleben mit 25. Ja, ist recht eindeutig. Ich denke, die können wir dem Langschwert noch gewähren. Diese 25 Punkte. Nicht so. Jetzt musste ich der... Ich hab geschlagen! So, und jetzt ihr dort. 1, 2, 3! So, und Wolfswut erlernt. Genau, das ist deiner. Geh nach vorne. Du bist mein Ziel. 1, 2, 3, 4! Oh. Damit können wir viel besser auf Magierjagd gehen. Aber jetzt ist es Zeit für den Jagdknecht. Jagdknecht war es, glaube ich, was am wenigsten braucht jetzt. Ich gehe mal so ein bisschen nach dem. Ja, Jagdknecht. Mit 400 auch nicht. 420 auch nicht wirklich viel. So. Skaldenlied. Ne, nicht Skaldenlied. Sünde und Reue war das neue, ja. Das hat einfach das Problem, dass.
Wow. So. Das hat einfach das Problem der Durchschlagskraft. Das macht bei kleinen Gegnern jetzt nicht so das Problem, aber jetzt hier bei diesen... Hier bei diesen Ogern oder Gott, keine Ahnung, was sind die großen schon wieder? Orks. Ich weiß es nicht, nicht mehr. Die halt blocken können, ist deine Durchschlagskraft dann schon recht mies. So. Tot. Gut. Dann kommt wieder Legner. Anzug. Och, jetzt komme ich genau nicht mehr an den Kristall ran. Hätte ich vielleicht vorhin auch noch den anderen aktivieren sollen, hä? Ja, das Feuer des Drachen. Oh, zeitbedingt. Ist dumm. Ist richtig dumm. Darf ich noch mal Zeit kriegen? Nee. Uiuiui. Dann schnell hier durch, hier durch. Wo ist hier der Kristall? Gleich vorne dort. Geschafft. We're almost home. My life will go back to the way it was. Ja, dann wäre ja das Spiel vorbei, oder? This cliff was made by man. But for what purpose, I wonder? We've finally made it this far. We should be safe enough here. They may still be waiting in ambush. I'm going to investigate. You get up and rest for a while. Mission beendet. Gut. Ja, ja, da ich, wie gesagt, ich habe ja Legner den größten Teil machen lassen. Ja, durfte auch mal im Rampenlicht stehen. Gut, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein und hoffentlich bis dann.